In dieser zweiten Aufgabe zum Schwerpunkt soll die Schwerpunktskoordinate x' dieser grau hinterlegten Fläche bestimmt werden. Die Kurve hier oben ist dabei durch den funktionalen Zusammenhang y ist 2k, Klammer x minus x² durch 2a gegeben. Wieder im Prinzip die gleiche Vorgehensweise. Den Schwerpunkt in x-Richtung soll man bestimmen. Das heißt, wenn der irgendwo hier liegt, dann brauchen wir den Abstand da, x quer. Das heißt, wir brauchen alle Punkte in Abstand x von der Fläche wieder. Das ist jetzt eine Stufe höher, nämlich ein Flächenschwerpunkt, wie man unschwer erkennen kann. Also brauchen wir ein differenzielles Flächenelement. Der Flächenschwerpunkt berechnet sich ja ganz gleich wie der Linienschwerpunkt, nur dass man das Integral über die Länge austauscht durch ein Integral über die Fläche. X quer ist also Integral über a, x dA und Integral über a dA als Gewichtung. Damit braucht man das differenzielle Flächenelement. Ich würde gerne über x integrieren. Wenn man den x-Schwerpunkt haben möchte, steht ja im oberen Integral im Zähler das x drinnen, dann muss man auch tatsächlich über x integrieren. Sonst müsste man das x, das da oben drinnen steht, wieder durch y ausdrücken. Dann machen wir irgendwas mit dx, wenn wir über x integrieren wollen. Und das ist einfach y dx natürlich. Die Fläche integriert ist ja für ein gegebenes y als Funktion von x, das sollte man vielleicht noch herschreiben, das kennen wir ja als Funktion von x, integriert über dx. Dann haben wir die Fläche. Das ist also y von x ist ja das hier. Also setzen wir das einfach ein. 2kx minus x² durch 2a. Dx. Das ist unser Flächenelement. Und an dem sehen Sie schon, da kommt jetzt keine Wurzel oder irgendwas vor, das sind rein Polynome, das ist also sehr einfach zu integrieren dann am Ende. Also Flächenintegral zuerst, das ist ein y von x, also 2kx minus x² durch 2a, dx und die Grenzen 0 bis a, ja. So, dann trennen wir es auf. Das 2k kann man vorne rausziehen, es ist konstant bezüglich Integration. 0 bis a x dx bleibt dann drinnen, minus Integral 0 bis a x² durch 2a dx. Das heißt, das liefert einmal 2k x² halbe, ja, schreiben wir es so her, zwischen 0 und a, wenn man das vordere Integral ausführt, minus 2k mal 1 durch 2a. Das Integral x² liefert x der dritten Drittel. Den Zweier kann man wieder kürzen, wiederum zwischen 0 und a. Also k, also da habe ich den Zweier auch noch nicht gekürzt, so, k mal a² minus, dann haben wir da a der dritten durch 3a, da kürzt sie auch noch ein a raus, also bleibt im Endeffekt über 2ka² Drittel. dA gleich möglichst schnell gemacht, da kommt einfach überall ein x dazu, also wir kriegen ein 0 bis a x² dx und ein minus Integral 0 bis a x der dritten durch 2a dx. Wenn Sie das ausführen, kriegen Sie vorne ein x der dritten Drittel, hinten ein x der vierten Viertel, zusammenfassen und so weiter, Grenzen einsetzen, liefert 5k a der dritten Zwölftel. Und dann muss man das x quer wiederum, dieses zweite Integral xdA durchdividieren durch die Fläche selbst. Dann kommt 5ka der dritten Zwölftel durch 2ka²
Drittel, also gleich den Kehrwert drauf multipliziert sinnvollerweise, ist das, was ich da mache. Und dann kürzt sie da einiges raus und wir kriegen, also das K kürzt sie auf jeden Fall raus, da kürzt sie ein ganzes Quadrat von A raus. Die Faktoren 15 durch 24 können wir kürzen auf 5 Achtel, also 5 A Achtel bleibt über. Ja. Und dann hat man den Flächenschwerpunkt in X-Richtung von der Fläche. Und in Y-Richtung ganz gleich, dann muss man halt ein YdA schreiben und muss das Y als Funktion von, das X als Funktion von Y ausdrücken im Endeffekt. Ja. Fürs Flächenelement.